So, Leute, da sind wir beim nächsten Spiel und ich habe den Daumen dabei. Servus. Und wir gucken uns heute an Elfen gegen Hawks. Elfen, die helfen. Elfen, die helfen gegen Vögel, Kaka. Die... Egal, lassen wir das. Wir haben natürlich auf der einen Seite, glaube ich, das beste Combo-Kreaturen-Deck, was wir aktuell auf dem Markt haben. Wenn, also ich würde jetzt sagen, Doomsday ist auch noch ein Combo-Kreaturen-Deck. Ja, es hat eine Graduationsfinisher. Ja, es könnte auch ein Combo sein. Ja, und auf der anderen Seite haben wir die Death and Hawks, also die Squadron Hawks-Version eines Death and Texas-Decks. Ja. Boah, Death and Texas ist hier immer schon so eigentlich ein ziemlich leichtes Matchup für Elfen. Ja. Jetzt ohne Flicker-Wisps. Ah, doch, zwei sind, glaube ich, an dem Tag gespielt worden. Aber ohne wirkliche Interaktion, weil man versucht, mit Deathhawks ja eine sehr agro-lastige, Low-Base-to-the-Ground-Version zu spielen. Auch wenn diese Version mittlerweile echt viele Dreier spielt, was echt ein bisschen mittlerweile seltsam ist, weil es ist halt jetzt schon wieder fast ein beschnittenes Death in Texas, statt eine schöne Version davon, die als Agro läuft. Vielleicht kann es aber genau deshalb helfen gegen Elf. Spielt das Prismatic Ending? Mhm. Kannst du nur für ein Weißes knacken und dementsprechend ja. Ist das nicht so sinnvoll. Ja. Ha, wunderschön. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich diese Forest sehe. Es ist jedes Mal ein wunderschöner Aspekt. Ich habe im letzten Jahr auch schon gesagt, von Julian Knapp unterschrieben. Einfach großartig. Ich liebe es, wenn sie draußen sind. Ja, auf der anderen Seite ein guter Start mit Ätherfiole. Ist aber auch gleichzeitig das, was Elfen eigentlich sehen möchte. Erste Runde passiert jetzt nichts. Kein Swords to Plowshares. Ja, jetzt ist die Frage, haben die den Script Ranger drin? Script Ranger brauchen sie nicht, sie haben ja den, den Ding drin. Quirin Ranger? Quirin Ranger, genau, die meine ich mit Tappen. Genau. Ich kurz für zwei, okay. Jetzt developt man nochmal so ziemlich krasses Board. Oder man geht jetzt einfach hin und macht Fetch, Crack. Spielt den Elfen, der eine Karte zieht, Go. Das wäre so die schwächste Variante. Manchmal hast du hier noch jetzt zwei Elfen, kannst dann mehr Mana machen, kannst weitergehen. Oh, wunderschön! Das ist wunderschön! Bin ja sonst kein Fan. Definitiv Angst nennen. Vor Wasteland. Ja. Wunder. Ja, ich meine, Mainboard hast du eh keine schwarzen Karten. Wofür schwarz fetchen? Ja, stimmt. Mindestens, wenn du es nicht unbedingt brauchst. Wofür den Angle of Attack für den Gegner lassen? Sehe ich, seh ich nicht. Genau. Yes. Trigger, Endtap, kommt ins Spiel, Karte ziehen. Ach, wunderschön. Ich finde das wirklich so schön, wie gerade Basti, weil er sich ja sehr hart mit diesem Deck mittlerweile auseinandergesetzt hat, wirklich die Trigger schön nacheinander, wie sie auch wirklich gemacht werden. Es ist kein naja, Durcheinander, sag ich mal. Ja, und es ist auch eigentlich, das sind eine Menge Trigger und Interaktionen und Bounce und hast nicht gesehen. Ja, okay, jetzt einfach nur ein Go. Das ist natürlich... Das ist schlecht. Better Skull, ich meine, da wäre eine Better Skull auf der Hand. Die Frage, und ein Giver of Runes und einen Force. Auf Virtue. Ah. Oh, der Giver kann natürlich, wenn der gleich einfach mal reinrennt, ein Dings abräumen. Ja, aber also er hat hier zwei Dudes, plus er hat die Cradle auf der Cradle im Feld, plus er hat den Elfen, der Mana macht. Und wenn ich es richtig gesehen habe, war da ein Glimpse. Also, ne, es muss kein Glimpse, sonst hätte er mit Glimpse gestartet. Aber das ist schon... Uff. Yo. Jetzt hat man Free Mana. Yes. Drei Mana. Jetzt hat man drei Mana, jeder Elf gibt Mana. Drei Mana. Jeder Elf gibt drei Mana. Entschuldigung. Ja. Aber hier ist nur noch der dicke Elf. Und was ist denn dann noch ganz hinten? Aber hier ist auf jeden Fall der dicke Elf, der tappt die beiden. Top. Ja. Dann 2, 4, 5. Kann man noch 5 Mana im Pool machen. Kann alle 5 machen. Wow. Und dann für 5 reinkretschen. Aktivieren wir die Kreatur. Ja. Oh, er kann sogar für mehr reinkretschen, wenn er den anderen benutzt. Jawohl, dann für 10. Eieiei. Ja, das tut weh, vor allem, wenn man nächste Runde das einfach wieder aktivieren kann. Wenn da jetzt kein Klingt fair, ne? Das ist schon, das tut schon weh. Also, das kann Elfen ja mittlerweile auch. Muss man einfach sagen. Elfen hat er ja durch den, wie heißt er? Allosaurus Shepard. Genau, den Shepard sehr viel bekommen. Da ist jetzt immer noch die Beastgirl. Eine Beastgirl, irgendwas. Ist da noch ein Giver? Giver oder Stormforge, eins von beiden. Ich glaube, Stormforge, weil es 2 Mana hat. Das vorletzte erkenne ich leider nicht, das dunkle. Es scheint 3 Mana zu kosten, es könnte eine Flicker Wisp sein. Mhm.
Aber ihr seht es jetzt. Auch runtergelesen. Palace Jailer. Palace Jailer ist keiner mehr im Board. Skyclave Operation. Das kann auch noch sein. Ja, plus Downforge, aber das reicht nicht. Das reicht bei weitem nicht. Ist vorbei. Ich meine, man hätte versuchen können, mit einem Land die Skyclave zu machen, aber keine Chance. Ja, Sideboard, jetzt wird's interessant. Ja, okay. Mit dem Land Skyclave hätten wir sogar den Shepard rausnehmen können. Hätte blocken können mit dem Downforge. Und der Gegner hätte halt, also Elfen hätte erstmal nichts gehabt. Das stimmt, aber das wusste man ja nicht. Ja, Sideboarding wird hier richtig spannend. Als Devonhawk-Spieler würde ich erstmal alle Talias rauswerfen, die es geht. Ja, die sind alle Talias sind super schlecht. Und vor allem die ganzen Karten, die man reinnimmt, sind fast alle meistens Sorcery oder Instant. Die man early haben möchte. Hier ein Mana, nur ein Spell pro Runde. Das ist Non-Creature leider. Ah. Aber du hast halt auch sowas wie, da ist es auch schon auf der Hand. Holy Light. Holy Light, that ass, drei Mana, alle nicht-weißen Kreaturen kriegen das 1 minus 1. Wow. und andere Sachen. Also da sind immer wieder coole Sachen dabei, die man sideboarden kann. Ich habe auch gesehen, da ist ein Peacekeeper drin gewesen, der natürlich im richtigen Moment auch richtig sweet sein kann. Ich gehe mal in der Attacker-Phase, habe schon den Kraterhof rausgesucht und alles. Ja, okay, ich hab mal die Wölfe 3. Genau das. Ja, Caracas ist total irrelevant. Ja, aber es ist immer noch besser als nichts zu droppen. Ja, das stimmt. Oder ein Wasteland in der ersten Runde. Das ist ein Duel auf der Hand. Das ist eine Savanna, oder? Ja. Savanna into Findhorn-Elfen. Krass. Die Elfendecks, die aktuellen neumodischen Elfendecks, spielen ja meistens keine Mana-Dog-Elfen mehr. Basti scheint hier noch einen zu spielen. Und zwar dann wirklich als One-Off wahrscheinlich. Ja. Früher hat man das ja irgendwie, hat man 3 oder 4 Stück. Grafdiggers Cage. Das ist sogar. Ah, ich weiß nicht, Wasteland, bin ich mir nicht sicher, ob das gut war. Doch, hat das Mana noch für das Holy Light? Ja, dann. Ja, aber sonst hätte man das nächste Runde einfach klatschen können. Je nachdem, was der Gegner jetzt macht. Ja, jetzt hat man halt nur ein Fetch, noch ein Duel oder eine Dryad. Das ist eine ganze Menge. Something. Ja, ein Mana den. Dann Dryad. Go. Ja, hier schön die Dryad nach vorne gelegt, wie sich das gehört. Schönartig. Das ist ein Force of Virtue. Ja, Wasteland kann man hier nicht mehr. Stoneforge, genau. Weil die hätte man letzte Runde auch droppen können mit Sate. Und ich meine, man hätte sie gehabt. Hätte dann in eine Bellaskal, Kaldra Complete gehen können. Ja. Und hätte diese Runde jetzt für 5-5 Kaldra Complete angegriffen für einen Aggro-Move. Ja, oder man holt die eine Jitte. Ist die überhaupt da drin? Ja, auf der Hand. Genau, Kaldra Complete ist drin. Ich glaube, es ist keine Bellaskal mehr drin, sondern nur noch Kaldra Complete und Sword of Fire Ice. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Ja. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, was noch genau drin war. Weil das Hawk sich auch relativ schnell aktuell wirklich verändert und sich immer mehr einer normalen Texas-Liste angleicht, tatsächlich. Das ist. Collector-Hof. Da hat man sich natürlich gut für die richtige Ausrüstung entschieden dann. Ja, stimmt. Jitte wäre jetzt richtig schlecht. Ja. Jitte wäre jetzt. Dran ist ja, man hat sie auf der Hand. Okay, wenn du irgendwann so 7 Counter auf der Jitte hast und kriegst die Uf weg, dann. Ja, das kann ich. Das kann mit. Ja, und auf der anderen Seite, wir haben jetzt bei Elfen, glaube ich, aktuell auf der Hand jetzt noch ein Fetchland und eine Crail. Ich glaube, hier wird einfach gerade gerechnet, ob man einfach gewinnen kann. Ja, Progenitus gewinnt. Progenitus ist gut. Der muss ja erstmal den Cage wegkriegen. Ja, genau. Aber er kann jetzt hier einfach deployen bis zum Erbrechen. Ja. Und zwar ad nauseum. Ja, nur in grün für ein Mana. Yes, da muss ich halt sagen, da finde ich halt immer wieder dein Ding sehr schön, wenn du da den Spirit of Labyrinth daneben legen kannst. Wunderschöne Karte. Und da habe ich auch schon Tricks mit gehabt. Der Gegner greift mit seinen Elfen an, ich blocke und er guckt mich ganz erstaunt an und ich so, Force of Virtue. Und er so, und ich so, ey. Kriegst du auf einmal ganz große Augen. Yes. Double Draw. Ja, Double Draw für 2. Einmal für den Cast und einmal für den ETB. Yes. Das ist der Mana. Da ist der Mana. Das wird jetzt lange dauern. Zack, Draw. Noch ein Mana. Ja, man kann jetzt noch einen Elfen spielen für noch einen Draw. Noch ein Draw.
Dann kann man drei tappen für drei Mana. Oh, schön. Die ganze Zeit so düpp, 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 düpp. Nice. Das ist natürlich ein Elf nach den nächsten 100 Haupt. Das ist ein krasses Board. Vor allem, wenn da jetzt nächste Runde Holy Light kommt. Ah. Heilige. Ja, im wahrsten Sinne. Das wäre vernichtend. Also das EK hat aber schon einen Landdrop gehabt. Ja, aber er kann auch, er kann auch bouncen. Enttappen, Doppel-Card-Draw machen. Genau, erstmal hier 3 Mana, gibt man noch 4 Mana. 3 Mana, musst du 4 Mana. Da. Ja, Collector-Oof. Da hat er vergessen, den F zu enttappen. Mhm. Dam, dam, dam. Weil er unter dem anderen Quirin Ranger liegt. Ja. Genau, weil er unter dem anderen Quirin Ranger liegt. Dann wird jetzt wahrscheinlich der Symbiot enttappt. Jawohl. Marke draufgelegt für, habe ich benutzt. Der wird enttappt. Der wird auf die Hand genommen. Dann kann man den wieder spielen. Gucken, ob er jetzt an den Trigger denkt. Oder ob der immer noch da ist. Ja, er hat ihn gefunden. Enttapp, tap, draw, noch ein Draw. Da ist der zweite Elf. Uff. Das ist schon gut. Vor allem, er hat eine Menge 2-2er auf dem Feld, die halt, wo das Holy Light halt nicht so viel gegen macht. Wa? 3 Stück. Ja, also plus, gleich plus, 3. Genau, plus er kann auch 2 Dinge retten. Er kann die Dryad Arbor retten und er kann einen Elfen retten. Mhm. Uff. Bro. Ja, ist schon... Das ist widerlich. Ja, vor allem jetzt mit den zwei Nether Sentinels. 1, 2, 3 Mana. Geht auf 4 Mana. Und der Hawk-Spieler denkt sich so... Dum, 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 ja. Der puzzelt sich da einen zurecht und hofft einfach nur, dass er überlebt. Ja, ich glaube, hier wurde gerade versucht, Ding zu spielen, Green Sun Sinny zu spielen, aber der kann eigentlich nicht gespielt werden, die Enttappen. Hier, okay, wird auch ganz kurz auf den... Ja, okay, Fehler. Jawohl! Dun, dun, dun. Ja, da kann nichts gesucht werden. Ich glaube, fizzeln tut er nicht. Ich glaube, er wird trotzdem ins Deck gemischt. Er darf sein Deck durchsuchen, er darf nur keine Kreatur wählen und er kann ja Fail to Find machen. Stimmt, ja. Er kann dementsprechend find, müsste der Green Sun Sinnet ins Deck gemischt werden. Ja, dann Go, dann Enttapp und jetzt... Land Holy Light. Land Holy Light. Das war kein der Land. Hat auch Land auf der Hand. Hat er noch Land auf der Hand? Oh, easy. Boah, wenn er jetzt irgendwas anderes macht, dann frage ich Steffen am Wochenende, ob er noch alle Latten am Zaun hat. Ja, nee, das kriegt ein Damage. Ja, das ist Holy Light und jetzt wird, glaube ich, Gelächter. Uff. Jetzt ist Gelächter laut. Vor allem, das ist halt, du siehst auch unter der Maske das Grinsen vom Steffen, obwohl du von oben filmst. Ja. Das ist so schön. Und da wird jetzt mal gerechnet, was kann man jetzt nochmal alles auf die Hand nehmen? Was wird wo jetzt wie rumgemacht? Oh. Holy Light ist leider eine Sorcery. Als Instant wäre die geil. Als Instant und Mana günstiger, ne? Ja. Ja, und dann gehen da 7 Kreaturen. Shit. Ouch. Das ist sowas, was Texas wirklich sehen will, oder in dem Fall halt Hawks. Und ich glaube, auf der Hand ist auf jeden Fall noch eine weiße Leyline. Womit man, weiße Leyline, eine weiße Ding, womit man vielleicht, wenn man noch eine weiße Karte hat, ganz cool outen kann. Ja, indem man den Gegner dann einfach eine Kreatur noch wegblockt. Ja. Ist natürlich die Frage, was der Gegner jetzt macht. Ich gehe mal davon aus, er wird den Gravedigger's Cage zerstören. Wird dann müssen. Dann hat er noch. Ah, nein, der Mann hat zu wenig, ja. 3. Der hat aktuell nur 3. 4 Mana. 4 Mana. Der braucht 2 Mana, um den Gravedigger's loszukriegen. Ja, hier muss ja Holy Light auch noch los. Ja, muss er nicht, aber sollte er. Holy Light ist doch weg. Ja, Sorcery. Ach, das ist nur Sorcery. Ja, okay. Es ist nur eine Sorcery. Was erwartest du von einer weißen Karte? Ja. Es ist nicht so cool wie hier für ein schwarzes Mana. Dead of Night. Ah, ja, genau. So. Ja, die kriegen ja wenigstens plus 1 vorne, die weißen Kreaturen. Und minus 1. Nee, die sind minus 1, minus 1. Ja. Die, der rote Sulfur-Elemental gibt plus 1. Ja, der hat auch noch Split-Zack. Aber weiße Kreaturen sind generell sehr, sehr leicht umzubringen. Weiß bekommt dann nur so ein 4-Mana-Ding. Ja, Cage ist natürlich jetzt nicht so geil, aber wenn man jetzt angreift, wenn jetzt richtig...
Hast wahrscheinlich keine weiße Karte auf der Hand. Schade, weil sonst hätte man wirklich Block, schön die Force machen können, gib ihm. Aber es scheint so, als wäre da keine weitere, nee, war keine weiße Hand, Karte auf der Hand. Was war denn das, was er jetzt nach vorne geworfen hat? Das doch, ein Squadron Hawk. Ist die Frage, ob er ihn gerade gezogen hat. Nee, nee, der Squadron Hawk war schon länger da hinten, das wurde die andere Stormforge gezogen. Mhm. Also da wäre ich tatsächlich einfach dafür gegangen, Block, Squadron Hawk, den Typen loswerden, in die eigene Runde gehen. Vor allen Dingen, jetzt kannst du schön Wasteland Cradle, genau, Wasteland Cradle. Ja, easy. Nom, 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 nom. Also hier kannst du jetzt entweder ins Corner legen oder du mir dann für 5 in die Fresse hauen. Und ich wäre halt fast schon dafür, einfach für 5 in die Fresse zu hauen. Ja, aber da liegen halt immer noch 7 Angriff. Ja, nur wenn er auch wirklich was macht. Ich wäre halt auch auf die... Ja, man kann auch langsam mit den Hawks arbeiten, aber... Das ist doch uncool. 5 ins Gesicht. Kaka. Ja, Kaka sind einfach der Wahnsinn. So cool einfach, dass so eine Karte aus Standard 2011, 2010 mittlerweile im Legacy dann Eintritt erhalten hat nach 10 Jahren. Nee, später. Nee, 09. Vor 09 müsste es auf jeden Fall gewesen sein. Irgendwie 2009 rum, 2010. Ja, deswegen. Ja, und jetzt halt nur 10 Jahre später Eintritt erhalten hat ins Format. Mega. Zwei Männer wurden jetzt auf jeden Fall getappt. Und es wurde sich noch kein Schaden gemacht. Das enttäuscht mich. Sehr. Ja. Das stimmt, die kannst du gar nicht für ein paar plus tappen, ne? Doch. Nee, die Ding nicht. Es sind keine Pain Lands, sondern es sind Horizon Lands, die halt automatisch Damage schießen. Jawohl. Da geht er. Hat auf mich gehört. Tief in sich drin. Macht aber keinen Damage. Macht sich aber keinen Damage. Ach, alle drei Gassen. Bedeskal ist auch noch in dem Deck drin. Dann ist wahrscheinlich kein Sword of Fire Ice drin. Oder das Sword of Fire Ice ist halb. Das kann sein. Das ist so viel Sideboard ist für irgendwelche blaue roten Matchups. Ja, das kann sein. Ich weiß es schon nicht mehr. Ja, da ist auf jeden Fall noch ein Cradle auf der Hand. Das hat sich jetzt gerade echt fast schon gedreht. Cradle, 4 Mana. Da kommt jetzt eine Natural Order. Natural Order opfert den, die beiden enttappen, holt einen Kraderhuf, zeigt den Kraderhuf, beat für unendlich, das Spiel ist over. Ja, ja, der Disrespect einfach, ne? Ja, ich meine, 5 Schaden kann man noch verhindern, aber die Kreaturen kriegen jetzt gerade +4/+4, das sind 6/6, 6/6, 6/6 und 9/9. Das sind Pi mal Daumen 22, 23 Damage. Ja. Irgendwas mit Dreh um. 25 Damage. Irgendwas mit Dreh um. Auf jeden Fall über 20. 6, 12, 18 plus 9 sind 27 Damage. 27. Ja, man kann 5 davon verhindern, kriegt man noch so 22. Das heißt, der ist für Full Life immer tot. Ja. Da wird auch noch gerechnet. GGs. Das passiert mit Elfen halt gegen jede Art von Texas. Man versucht sich gerade so ein bisschen rauszuholen, dann wird man trotzdem überrannt. Schade, schade. Es sah gerade so aus, als hätte man sich ein bisschen stabilisieren können. Oh, jetzt so ein, aber selbst mit dem, ne, keine Chance. Das ist over. Sad. Ja, ja. Irgendwelche Combat Tricks. Ne, ne, das ist, da hätte man jetzt, wenn der Gegner einfach nur angegriffen hätte, ein bisschen geblockt und ein bisschen Spaß gehabt. Leider sagt der Elfenspieler mal wieder. Nein. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.